Nachdem nun auch Bludenz und das Montafon hinter mir liegen, wird es Zeit, in die Arlbergregion und das Lechquellgebirge aufzubrechen. Vorbei an Stuben geht es über Kehren durch eine spektakuläre Galerie und den Flexenpass hinauf ins Lechquellgebirge mit den Orten Zürs, Lech und Wart, wobei Zürs im Sommer einer Geisterstadt gleicht. In Lech fließt der gleichnamige Bach mitten durch den Ort. Hier ist auch im Sommer viel Betrieb. Die unzähligen Wanderer machen sich auf den Weg, die umliegenden Berge zu erkunden. An der Stelle einer Kapelle wurde 1390 eine Kirche erbaut und am Ende des 15. Jahrhunderts entstand ein gotischer Bau. Die interessanten Fresken im Inneren der Kirche dürften um 1480 entstanden sein. Von Wart aus führt mich der Weg nun über den Hochdannberg hinunter in den malerischen Bregenzer Wald.
der mit seiner einzigartigen Kulturlandschaft und seiner typischen Architektur weltbekannt ist. Das Thema Käse ist im Bregenzer Wald ein wichtiges. So wurde die Käsestraße geschaffen, wo Sennereien und Molkereien ihre Produkte vermarkten. Hier heroben in der Sennerei der Alpe hinter Hopfreben wird der Käse noch auf ganz traditionelle Art hergestellt. Im holzbefeuerten Kesseln wird die Milch erhitzt und zusammen mit Lab zu Käse verarbeitet. Alles ohne Chemie, in reiner Handarbeit. Durch das landschaftlich beeindruckende Gebiet mit seinen Wäldern und Wiesen komme ich schließlich nach Au, wo ich in der Bergbrennerei Löwen Halt mache. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Haus renoviert. Hier ist alles authentisch, von den Tischen und Stühlen bis zu den Schaltern und Steckdosen. Daneben bietet der Löwen auch eine Schaubrennerei,
die ich mir von Brennmeister Oliver Huber zeigen lasse, der mich auch bereitwillig zu einer Führung durch das Haus mitnimmt. Da haben wir jetzt einen wunderbaren Ingwergeist, einen Ingweransatz. Wir geben da also nicht nur den Alkohol rein, sondern auch das Pflanzenausgangsmaterial. Ja, da sind wir in der ehemaligen Tenne, der Löwen als Gaststätte mit fünf Gästezimmer, einem Tanzsaal und integrierter Landwirtschaft bzw. Tierhaltung zur Selbstversorgung, war da in dem Gebäude untergebracht. Das Haus wurde so geplant, konzipiert und auch so umgesetzt. Da war das Heulager für den Winter, für das Winterfutter, für die Kühe, für das Tier, und wir haben da unsere Kräuterorgel platziert. Wir haben da uns von unseren Bregenzer Wäldern Holzhandwerkern eine schöne Vorratsdose machen lassen und haben da sämtliche Botanicals, wie wir es für unsere Produkte, aber auch für den Gin benötigen, da wunderbar abgefüllt, und wir können das da wunderschön einzeln ausziehen, um unsere Rezepturen herzustellen. Da von der Tenne aus kommen wir direkt in den Tanzsaal, und das ist unser ein Schmuckstück in diesem Gebäude. Den schauen wir uns jetzt mal an. Das Gebäude ist um 1900 erbaut worden und in Betrieb gegangen. Der Tanzsaal ist also nicht nur ein Schmucknamen, sondern da wurde tatsächlich getanzt. Man muss sich den Raum vorstellen, ohne Tische, ohne Stühle. Und da an der Täferung sieht man es noch, da war er. Ein Bänkchen, ein durchgehendes Holzbänkchen, wo die Damen gesessen sind, die man dann zum Tanz aufgefordert hat, und hat dann da ein bisschen, gerade in den harten Wintermonaten, ein bisschen Sozialleben, ein bisschen Spaß am Leben sich holen können. Und für die Herren war das Board da oben schön rundum laufend, da hat man dann das Getränk abgestellt, das Bier abgestellt. Da sind wir jetzt in einem der ehemaligen Gästezimmer, und also ein wunderschönes Zimmer, auch ebenfalls toll erhalten. Wobei die fünf Zimmer, die wir da im Löwen haben, eigentlich der einzige Aufwand gegeben haben, zum da ein bisschen was zu sanieren. Die Gästeräume waren alle von den Wänden und Decken dick weiß lackiert, und das hat man also wieder gereinigt vom Lack und haben jetzt dafür als Gegenleistung einen wunderschönen Zustand vom Holz, das quasi 100 Jahre unterm Lack konserviert war. Wir haben da eben für unsere Region typischen Kassetten, Wand und Decke, wie man es im Bregenzer Wald zum Glück noch öfter sieht. Selbst in den modernen Hotels ist oft einmal im Kern noch die alte Bauernstube erhalten geblieben oder wurde abgebaut und wieder aufgebaut. Wir sind jetzt da im ehemaligen Keller, im Naturkeller vom Löwen. Auch da sehen wir also wie im ganzen Gebäude generell fast schon absurde Raumhöhen. Normalerweise um die Zeit um 1900 hat man eher einen Kriechkeller gemacht. Wir haben da sensationelle Raumhöhen, einen Riesenkeller. Der gesamte Grundriss vom Gasthaus war also schon zu der Zeit unterkellert. Und auch da haben wir begonnen, unsere Produkte in die Reife zu schicken. Wir haben da verschiedene Gebinde, die wir da sehen. Wir haben die Holzfässer, wo wir zwei Produkte auslagern.
Wir sehen dort die traditionellen Glasballons, wie man es früher oder heute immer noch ein bisschen im Hausbrennrecht beziehungsweise in der landwirtschaftlichen Produktion noch verwendet. Und wir sehen da unsere Steingut-Tanks. Das ist jetzt das Hauptgefäß unserer Wahl ist, wo wir unsere Destillate im Speziellen, aber auch unseren Gin zur Reife legen. Und ja, wenn man solche Tontöpfchen hat für die Reifung, dann braucht man Platz. Und daher haben wir vor 3 Jahren den Keller erweitert und haben einen Neubau, uns mit dem Neubau noch einmal Platz geschaffen. Unser Reifekeller, unser Gin-Keller, neben dem wunderschönen Gebäude, ist es auch unser Stolz, dieser tolle Raum da zu haben, wo wir unsere Steingut-Tanks haben, wo wir die Destillate zur Reife schicken, wo wir unsere Holzfässer für den Wood-Gin lagern und haben da jetzt wirklich ordentlich Platz. Das ist wirklich ein toller Raum, wo optimale Arbeitsbedingungen uns liefert. Da haben wir noch in unserem Keller untergebracht, ist das Fassungslager für den Detailverkauf, für den Löwenladen, für den Hofladen, haben wir da unser Lager, wo wir täglich also den Laden wieder nachbestücken. Und auf der Seite ist unser unterirdischer Teil, unser Kellerteil der Brennanlage. Da haben wir also die Tanks über die Pipelines, über die Leitungen kommt das Destillat hier herunter und wird dann da in die Weiterbearbeitung übernommen. Weitere Orte im Bregenzer Wald, durch die ich komme, sind Mellau und Egg, bevor ich nach Hittisau gelange, der letzten Station meiner Vorarlbergreise. In Hittisau findet sich auf der Kirchmauer eine besondere Solidaritätsbekundung mit der Ukraine. Die Kirche ist ein einheitlicher Bau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und den Heiligen Drei Königen geweiht. Der Hochaltar und der Kirchturm sind nicht, wie sonst bei katholischen Kirchen üblich, nach Osten ausgerichtet, sondern dem Gelände angepasst nach Süden. Mit einer Länge von 48,6 Metern und einer Breite von 20,6 Metern gehört das Langhaus zu den größten Sakralräumen in Vorarlberg.